Hosen runter in der U-Bahn hieß es am Sonntag mal wieder in Mexiko-Stadt und nicht nur dort. Vor über 10 Jahren in New York erfunden, ist die alljährliche Aktion inzwischen ein internationales Happening. Zwischen den normal gewandeten Fahrgästen standen sie dann, die spärlich bekleideten Fastnackedeis, oben mit und unten ohne, und ernteten hier und da Lacher oder aber verwirrte Blicke. Doch eigentlich sei die Art der Reaktion eher nebensächlich, meinte ein Teilnehmer. Es ist ein Ereignis, bei dem wir etwas tun, was wir sonst im Alltag so nicht machen. Wir ziehen unsere Hosen in der U-Bahn ohne jegliche Scham aus, damit die Leute auf das Ungewöhnliche reagieren. Und eine Botschaft, die gäbe es auch, so diese Halbbekleidete. Es ist frech, aber nicht böse, denn wir ziehen ja nur Kleidungsstücke aus. Manche Leute gucken einen an. Na und? Wir wollen von der Idee weg, uns auf eine bestimmte Weise zu betrachten. Wir alle haben Haut und jeder kann es sehen. Auch in Barcelona zeigten sich zahlreiche Männer und Frauen mitten im Winter in Unterwäsche und sorgten bei anderen Fahrgästen für belustigte Blicke. In diesem Jahr haben sich laut Veranstalter erneut Dutzende Städte an dem Spaß beteiligt.